willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und heute wird es in dieser Folge ein Finale geben, nämlich von dem ALJ Heroes Pokal. Ich nenne jetzt einfach mal die Liga so. Letztendlich ist das die Liga aus Saudi-Arabien, wenn ich jetzt nicht komplett in die Scheiße greife. Und es ist eigentlich eine ganz andere Liga. Aber letztendlich spielen viele saudi-arabische Spieler in dieser Liga. Von daher gehe ich davon aus. Es ist die Liga, wo man 6 Spieler aus der ALJ League braucht. Und dafür habe ich jetzt doch ein Team gebaut. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, dass es mir zunächst gar nicht so einfach gefallen ist. Aber letztendlich war die Lösung doch ziemlich simpel. Und im Nachhinein wären mir da auch viele Lösungen eingefallen. Ja, das ist klar. Aber ich wollte halt gerne eigentlich viele Spieler, die ich jetzt gerade für das neue Team gebaut habe, auch in diesem neuen Team drinne haben für diesen Pokal. Das ist mir jetzt gelungen. Ihr seht jetzt ja gleich auch das Team. Zunächst einmal, wir sind schon im Finale. Ich habe das jetzt diesmal wieder durchgespielt. Momentan, beziehungsweise ich hatte ja auch schon mal das Format vorgestellt oder die Lösung, dass ich quasi diese 3 Spiele zusammenfasse. Ich kommentiere sie live, fasse sie trotzdem zusammen. Da habe ich mich jetzt wieder dagegen entschieden. Das liegt einfach daran, dass ich momentan wirklich on demand quasi produziere. Gerade haben wir Donnerstag Nacht auf Freitagnacht und dieses Video wird wahrscheinlich am Freitag online gehen. Also von daher geht es kaum mehr live und dann schaffe ich es nicht, wenn ich dann auch noch wirklich 3 Spiele zusammenfassen muss und dann noch quasi das 4. Spiel spielen. Wobei, das wäre eine neue Folge gewesen. Der Punkt ist auch, ich habe heute keine Zeit eigentlich gehabt, weil, darüber werde ich jetzt auch kurz reden, ich werde wahrscheinlich hier eine Fitnesskarte anwenden, denn es kann sein, dass ich vielleicht den Eindruck erwecke, dass ich ein bisschen platt bin. Aber ich zeichne jetzt trotzdem auf, weil es ist notwendig, damit ihr heute am Freitag auch eine schöne Folge Let's Play Ultimate Team habt. Es ist notwendig. Und warum nicht platt? Ich habe ohne Scheiß wahrscheinlich heute schon 5 Stunden FIFA gespielt. Oder lass es 4,5 Stunden sein. Oder vielleicht auch nur 4 Stunden. Es reicht aber prinzipiell auch. Aber nicht FIFA 15, sondern FIFA 16. Denn heute war ein Event in Hamburg von EA. Players First heißt das Ganze. Und dazu waren wir eingeladen und hatten dort die Gelegenheit, schon mal FIFA 16 zu spielen. Ich werde aber hier in dieser Folge nichts erzählen, weil das werde ich nochmal mit Georg nach aktueller Planung in einem separaten Video machen, dass wir dann nochmal über unsere Eindrücke von FIFA 16 reden und euch darüber informieren, was wir davon halten, wie es bis jetzt sich momentan spielt. Vielleicht wird es sich aber auch nicht vermeiden lassen, weil kann ja sein, dass ich jetzt gar nichts mehr hinbekomme in FIFA 15, weil man hat natürlich, es gibt Veränderungen, ja, so viel, ich habe es ja auch schon mal in einem anderen Video erzählt, aber man muss sich auf ein paar Sachen neu einstellen und man nimmt das sehr, sehr schnell irgendwo auch unterbewusst auf und dann jetzt wieder zurück zum Alten ist ein bisschen komisch. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt natürlich 1 Uhr nachts ist und gegebenenfalls gar kein Finalgegner da ist. Das ist natürlich, wäre natürlich schade. Das wäre schade. Ach hier, ich habe euch gar nicht mein Team vorgestellt, merke ich gerade. Ja, ich habe es ganz einfach gemacht. Super, ne? Einfach mal so gestartet, obwohl das Team vielleicht ganz interessant ist. So interessant ist es jetzt nicht. Ich habe die 6 Leute in die Defensive quasi gepackt. Den Torhüter, dann hier 4 Spieler aus der saudi-arabischen Liga plus dann auch noch einen saudi-arabischen ZM-Spieler. Die sind alle ziemlich teuer gewesen. Alle so fast Maximalpreis von der Price Range gewesen. Außer Aziri, da wollte ich eigentlich auch einen anderen nehmen, aber den gab es gar nicht auf dem Transfermarkt. Habe ich nicht gefunden, habe ich auch nicht snipen können. Und von daher habe ich dann hier einfach Aziri genommen, weil der geht auch. 66 Tempo, 70 Defensive, passt schon irgendwie, ne? Und dann, ja, nochmal 5000, nochmal 5000, achso, ich gehe jetzt gerade in die falsche Richtung. Hier 4.500, 5000 und 4.200. Ich probiere jetzt diesen Pokal schnell durchzuspielen, damit ich sie schnell vielleicht noch verkaufen kann, bevor sie auf einmal nur noch 300 Münzen kosten. Und dann vorne im Sturm habe ich Spieler, die ihr kennt hier von dem Team, was ich letztens gebaut habe. Messi, Neymar, Iniesta, Suarez, alles kein Problem. Und vorne habe ich dann Munir. Wir können mal ganz kurz schauen, ob es jetzt mal geklappt hat, weil ich habe einen schönen Bock geschossen. Denn ich habe ihn immer noch, Zafak gekauft. Den wollte ich eigentlich spielen, aber der ist von FC Barcelona B. Der hat dann der hat keine Verbindung zu den anderen und deswegen hat das chemietechnisch hingehauen. Hier haben wir natürlich alle super tolle, starke Links und deswegen kommen trotzdem alle Spieler auf 10 Chemie. So, ich bin jetzt gar nicht in dem Menü. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt probieren wir es nochmal mit der Gegnersuche. Und ja, mit dem Team lief es eigentlich bis jetzt ganz gut. Ich mache es dann logischerweise so, dass ich Munir auf den Flügel stelle und dann Messi in den Sturm. Munir. Oh, jetzt haben wir einen.
Zenit. Jetzt haben wir einen. Bin ich im richtigen Pokal? Och, jetzt verlässt der Gegner die Partie. Das geht doch gar nicht. Munir ist da auf dem Flügel ziemlich unauffällig. Ich kann jetzt zu dem gar nichts konkret sagen. Messi im Sturm ist alles andere als unauffällig. Der läuft noch. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, was das wird, wenn ich jetzt... Oh, bin halt echt schon... Das habe ich gegen Ende gemerkt, als ich dann die letzten Partien gegen Georg gemacht habe. Wir waren echt, also ich war zumindest schon ein bisschen überspielt dann. Ich habe dann die ganzen Sachen, die man eigentlich hätte auch machen müssen, in FIFA 16 anders machen müssen, habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich habe einfach... Ich habe auch gesagt, ich glaube, ich spiele gerade wie FIFA 15. So, ist toll vom Gegner, hat er klasse gemacht. Sucht sich einen Gegner, findet mich und sagt, nö. Und jetzt suchen wir beide vielleicht ewig lang rum. Toll. Ich werde hier einen Cut setzen, bis ich einen Gegner habe. So, wir haben einen Gegner und mal sehen, ob er spielt. Ja, der spielt. Schön. Das ist doch fein, weil ich hatte den gleichen Gegner eben nochmal gefunden und der wollte dann wieder nicht spielen. So, das gegnerische Team sieht extrem machbar aus. Extrem machbar, weil die Spieler hat er nicht so wirklich so krass integriert und hat dann auch noch dafür saudi-arabische Spieler, die Bronze sind und eine 49er Wertung haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den 49er rausschmeißen wird und nochmal austauschen wird, das heißt, dass er wechseln wird, weil die Bank, das können ja ganz normale Spieler sein. Ich werde ihm jetzt auch direkt die Gelegenheit geben, weil ich selber austauschen möchte. So, Munir dahin und dann Munir dahin. Ah ne, doch, ist richtig. Genau, und man sieht, dass der Gegner ist jetzt selber nochmal im Pausenmenü zugange oder im Teammanagement. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt selber, wie gesagt, den 49er rausnimmt. Aber zumindest ist der Wechsel jetzt noch nicht durchgeführt worden. Vielleicht muss es noch eine weitere Spielunterbrechung geben. Es ist schön, dass ich jetzt auch Ibra habe. Ja, und jetzt auf Messi wieder. Oh, der kommt ein bisschen weit. Kriegt er auch nicht. Fand ich aber jetzt aber vom ersten Angriff ziemlich gut. So, jetzt gucken wir mal, ob die Spielerwechsel kommen. Ja, genau. Er hat jetzt Hazard drinne. Hazard hat er drinne. Touré. Ich kann mir vorstellen, dass Touré jetzt an der Stelle ist, wo eben gerade der 49er war. Und dann noch Moreno. Okay. Moreno ist jetzt nicht ganz so... Oh ja. Den nehme ich gerne eigentlich. Walker ist natürlich auch schnell. Ui, da war ich, hatte ich eigentlich drauf spekuliert, dass er nach oben geht. Jo. Probier einfach durchzulaufen. Das Problem war hier lang auf Suarez. Der kommt sogar auch an. Nur, es sind nicht wirklich Optionen da. Ich spiele mal hier selber sicher zurück. Okay, und Ibra habe ich halt auch, ne? Das ist fein. Das ist immer eine gute Sache, wenn man Ibra hat. Oh, ja, Touré macht das gut. Jetzt kommt der lange Ball auf. Okay, das ist ein komischer Spieler. Den kenne ich jetzt nicht. Hat jetzt auch anscheinend keinen Wert drauf gelegt, da irgendwie noch eine richtige Granate vorne im Sturm zu haben. Oder ich kenne diese Granate nicht. Das ist schlecht, wenn man die Granaten nicht kennt. Ah, das ist nicht sauber gespielt. Kommt trotzdem an. Ist gut. So, jetzt können wir hier einen schönen Passwinkel erzeugen. Jetzt haben wir auf Suarez. Nee. Da stimmt's nicht. Oh! Das ist dann auch faul. Sehr gut. Bin mir nicht jetzt sicher, ob er das wirklich auch gepfiffen hat. Ach, klar. Offensiv faul. Ja. Ist ja geil. Er läuft voll einfach in mich hinein. Und jetzt weiter. Komm. Und jetzt rein. Und jetzt den rein. Den rein. Den geht auch rein. Da ist es 1:0. Sehr, sehr schön. Einfach konsequent hier umgesetzt, dann geht der Messi steil. Suarez kann auch einen Ball verteilen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er für Werte hat. Aber das klappt. Und damit steht es 1:0. Dann nehmen wir weiter hier auf Neymar. Er geht da viel zu krass drauf. Also man sieht es ja, was hier los ist. Oh! Oh! Schade. Aber können wir jetzt vielleicht spielen? Oh! Komm, ich stelle es dir mal richtig krass rein. Naja, das hat nicht so wirklich geklappt. Schade. Ich hätte gedacht, so, boah, soll man einen total kranken Schlenzer. Müssen wir jetzt mal drauf gehen. Sehr gut. Ich muss sagen, bis jetzt die Innenverteidigung oder die Verteidigung an sich, das soll ja theoretisch meine Schwachstelle sein. Hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Guck mal hier, Messi. Einfach mal Yaya Touré umgebollert. Er ist ein bisschen zu aggressiv in der Verteidigung. Geht zu stark da drauf. Das ist interessant. Letzte Folge hatten wir genau das Gegenteil. Da hatte ich gesagt, da war so einer, ein Gegner, der
mir immer sehr viel Zeit am Ball gegeben hat. Und schaut euch mal das hier an. Das ist genau das Gegenteil. Er geht, ballert direkt drauf. Er nimmt mir aber nicht wirklich Optionen. Ich kann den Ball dafür auf der Gegenseite sehr, sehr gut laufen lassen. Und man sieht das, wie schnell dann auch immer wieder der Ball nach vorne kommt, weil er mich nicht wirklich einschränkt in sag ich mal, in den Optionen, die ich nach vorne habe. Und das ist auch nicht die optimale Lösung. Es ist immer was Feines, wenn man ein Pressing spielt, aber ich finde ein Pressing zu umspielen, einfach nur was so umgesetzt wird. Oh, wenn er da Pech hat, gibt es den Elfmeter. Das wollte ich aber jetzt nur so gesagt haben. Also man muss dann eine Balance finden. Ich finde einfach eine Balance erhält man sehr, sehr gut dadurch, dass man viel mit R1 verteidigt. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Aber hat ihn noch. Er hat ihn. Oh, ein bisschen umständlich, aber er hat ihn dann noch irgendwann gehabt. So. Ja! Was ist jetzt hier los? Was war denn jetzt? Es war wieder ein Foul für. Ja, bitte. Da wäre ich jetzt echt ein bisschen schockiert gewesen, wenn das jetzt wieder ein Foul für ihn gewesen wäre. Also man sieht es, ich habe immer eigentlich irgendwo eine sichere Anspielstation. Jetzt kann ich hier wieder. Ja, das geht jetzt nicht geklappt. Das ist immer dieser Vorführeffekt, weißt du? Sagst du, ja, das kann ich jetzt einfach so machen und dann klappt das natürlich absolut gar nicht so. Kennen wir alle. Und ich bin dann jemand, der probiert, so eine Balance zu finden. So, wenn ich sehe, ah, jetzt geht er ins Dribbling, dann probiere ich ihn beim Dribbling zu unterbinden, weil ich auch vielleicht im besten Fall eine Idee habe, wohin er dribbeln wird. Und das ist, denke ich, eigentlich auch so eine ganz gute Möglichkeit. So, jetzt oben komplett auf Neymar. Sehr schön. Und den in die Kurze. Ach. Was soll ich da anders machen? Also klar, wenn ich den nicht in die Kurze schieße und ich verschieße, dann sagen alle so, ja, den musst du in die Kurze schießen. Oh, das muss eigentlich ein Tor sein. Das muss eigentlich ein Tor sein. Aber jetzt wird's ein Tor. Na? Ibra. Ibra. Oh ja, Messi macht's. Oh, geile Schusstor schon zur Ballannahme. Genauso kurz angespielt und danach gleich kommt der Zucker nach vorne. Und dann deswegen an dem Gegenspieler vorbeigezogen, aufs kurze Eck, ausgerichtet perfekt und danach einfach abgezogen und danach das 2-0. Sehr schön. War ein bisschen weird, dass er jetzt da einen Scoop-Turn ausgepackt hat. So, er verzockt sich wieder. Er geht da einfach mal viel zu akku drauf. Jetzt nehmen wir mal auf Messi weiter. Leider nicht durchgekommen, weil er den Pass unterbinden konnte. Oi, oi, oi. Jetzt geht er wieder nach unten gleich weg. Oh, scheiße. Ja, den versemmelt er komplett. War aber auch abseits. Ja, das dachte ich mir schon fast, weil war echt ein bisschen stark frei oder ganz schön arg frei, der Hazard. Aber gut verteidigt war es auf keinen Fall. Muss ich mich auch ein bisschen. Jetzt auf Suarez. Ah, das ist natürlich doof, dass jetzt Ibra den Ball verteilt hat. Also dieser Galeb, oder wie er heißt. Galeb. Weil der ist halt nicht so der beste Ballverteiler. Und so ein Ball kann gegebenenfalls noch besser kommen, wenn das halt von einem Messi gespielt ist. Weil das halt eher nochmal im Skill-Repertoire oder im Könnensbereich. Im Könnensbereich ist ein schöner Ausdruck oder ein schöner Begriff von Messi liegt. So, jetzt drückt er den wieder krass raus, reißt sich da so wieder ein bisschen die Lücke in die Innenverteidigung. Und jetzt werden wir das mal ganz grob. Und jetzt ist oben wieder Neymar frei. Das ist halt echt, das ist zu einfach, wie man jetzt hier gerade gesehen hat. Aber ich habe leider den Raum nicht konvertieren können so wirklich. Aber man hat es gesehen, wie einfach es war, dann einen Spieler so frei anspielen zu können. Und das ist nicht gut. Und das einfach nur durch eine, oh, durch so eine gewisse Ballverteilung. Nichts Großartiges, nichts Magisches, was da passiert ist. Und dennoch ja, kann man damit einfach dann die Momente erzeugen. Die magischen Momente quasi. Gut. Ich mache das auch nicht, um den Gegner irgendwie schlecht zu reden, sondern ich will einfach nur erklären, warum ich so eine Verteidigungsart und Weise auch nicht super finde. So eine Verteidigungsart und Weise lebt extrem davon, dass man eine sehr, sehr gute Intuition und ein sehr, sehr gutes Verständnis hat, wohin ich als nächstes dribbeln werde, weil dann kann er mich wirklich beim Dribbling immens stören und meine Aktion unterbinden. Nur wenn man immer quasi den Schritt hinten dran ist und quasi so dann nie wirklich eine gute Chance hat, Bälle zu erobern, dann kann ich halt immer machen, was ich möchte. So, jetzt können wir hier lange auf Suarez weiterwerfen.
Mache ich eigentlich ganz gerne. Hat jetzt leider nicht geklappt, weil Suarez nicht durchgezogen ist. So. Und das hat man gerade schön gesehen. Ich habe ihm nach vorne vom Dribbling die Option nach vorne genommen. Und deswegen ist er zur Seite weggegangen und hat deswegen dann da den Ball verloren. Und ich habe jetzt hier gerade über eine andere Option schnell den... Oh, ist das eine geile Bewegung. Neymar spielt ihn schwindelig. Leider wird es nicht mit Erfolg gekrönt. Hat Neymar jetzt gerade einfach mal so irgendwie 6 Spieler platt gemacht? Ja, 6 ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Vielleicht eher 4. So, Neymar ist jetzt auch defensiv am Start. Das ist auch eine feine Nummer. Ein bisschen zu spät Übersteiger angesetzt. So, auch da wusste ich dann, dass er oben mit Sturridge oder dass er unten mit Sturridge weitergehen wird. Und er hätte zum Beispiel nicht die Idee gehabt, dass ich mit Messi nach oben weggehe. Und deswegen ist er beim Verteidigen gescheitert. Und jetzt ist unten wieder alles frei. Also ist einfach geil. Kommt nicht... Doch, kommt an. Neymar. Beim Fallen blockiert er noch den Pass. Das ist natürlich auch eine Verteidigungsart und Weise, wie man es machen kann. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall doch noch auch den dritten irgendwo Treffer irgendwo schon forcieren. Weil er zeigt mit Sturridge immer wieder auch ganz gute Speed-Dribbling-Ansätze, wo ich teilweise schon auch gar nicht so gut beim Verteidigen ausgesehen habe. Und da ist oben wieder alles frei. Jetzt machen wir hier mal schnell weiter. Boah! Ist das ein krasser Pass! Hä? Das war ein Dreieckball! Das war ein... Ich habe Dreieck gedrückt. Aber ich habe... Hä? Warum ist der denn hochgekommen? Aber er war perfekt. Er war genau richtig. So wollte ich ihn. Also ich hätte ihn, wollte ihn in einen flach spielen. Aber hoch ist natürlich noch geiler. Und ja, wir haben es gewonnen. Das war jetzt recht unspektakulär. Der Gegner ist nach 3 Treffern von Messi. Messi ist einfach konstant am Start. Konstant am Start. Sieht man das? Man hat den Treffer nicht drauf. Schade. Aber gut. Leider jetzt schon die 60. Minute. Oder ja, erst... Oder schon bei der 60. Minute das Spiel zu Ende. Ist natürlich immer ein bisschen doof, weil so ist die Folge kürzer. Ich habe gerade noch überlegt, was wir machen können. Wir werden jetzt auf jeden Fall das Pack aufmachen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir ziehen einen Inform. Wäre auch mal was Schönes. Ich weiß, ich glaube, gerade gibt es nichts Besonderes außer Team der Woche. Evra gezogen. Wow. Evra habe ich nicht regulär. Ist ja interessant. Ah, guck mal, aber wenigstens habe ich... Guck mal, hier jede Menge Spieler, die ich letztens gebraucht habe. Matuidi, Evra, Rychowiak auch schon zum zweiten, beziehungsweise zum dritten Mal gezogen, zum zweiten Mal die normale Variante. Und jetzt Boateng, den habe ich schon gekauft. Deswegen weiß ich, also den habe ich auf jeden Fall gekauft, deswegen machen wir jetzt mal in den Verein. Und ich habe gestern, oder in der letzten Folge, eine richtige, total, da war ich echt anscheinend verwirrt, so eine geile Aktion gebracht. Ich habe Downing gezogen, den hätte ich für Münzen abstoßen können und dann habe ich den Downing, den ich für 0 Münzen in meinem Verein hatte, ausgetauscht, habe den dann für 0 Münzen abgestoßen und habe dann den Downing im Verein rausgesucht und habe ihn auch für 300 irgendwas Münzen abgestoßen. Das war, ich hätte auch einfach den Downing per se einfach, das war, da war ich verwirrt. Es war von einem dem es aufgefallen ist, sehr, sehr schön herausgearbeitet, dass ich da ein bisschen verwirrt war. So, auf die Transferliste. Genau. Und die anderen 3 habe ich nicht gekauft. Dementsprechend, die werden wir jetzt mal alle hier hinzufügen. Und die 3 werden wir abstoßen für 0 Münzen. Jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken, dass wir den Boateng... Also beziehungsweise eine Sache... Die bin ich jetzt halt auch am überlegen. Ne? Ich habe jetzt auch mal angefangen, den Pokal hier auf CPU zu spielen. Ich war eben kurz überlegen, ob es Sinn machen würde, mal eine Halbzeit euch zu zeigen davon. Ja, aber das ist halt nur Profi. Das ist halt noch, das ist noch einfacher. Deswegen weiß ich nicht, macht das nicht ganz so viel Sinn. Und für mich ist jetzt halt entscheidend, spiele ich jetzt noch, ob ich nicht jetzt noch weiter FIFA spiele, dann bin ich immer total fertig. Oder riskiere ich es einfach und spiele erst morgen diesen Pokal zu Ende. Oder spiele ich diesen Offline-Pokal gar nicht. Weil das, was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ich jetzt hergehe und sage, Al-Ansi zum Beispiel,
Der kostet jetzt vielleicht im besten Fall. Ach, guck mal, der ist gerade nicht auf dem Transfermarkt. Also momentan würde ich ihn auf jeden Fall noch losbekommen für 5000 Münzen, weil das ist das Ding. Ich habe die alle extrem teuer gekauft. Hier zum Beispiel Hazavi. Habe ich auch extrem teuer gekauft und ich würde ihn natürlich auch gerne dann ohne so einen großen Verlust verkaufen, weil ist ja klar, wenn der Pokal zu Ende ist, welcher ist es jetzt? Der ist es. So, die kosten auch noch alle 5000. Das heißt, momentan würde ich sie wahrscheinlich noch alle für 5000 loswerden ungefähr. Das ist die Frage, wenn ich jetzt morgen erst das Ganze zu Ende mache, kann es sein, dass ich sie nur für 2000, für 3000 oder sowas losbekomme. Weil umso näher man natürlich am Ende dieses, also ans Ende dieses Pokals kommt, umso weniger Leute werden diesen Pokal noch spielen und Interesse an diesen Spielern haben. 18 Stunden noch. Ja, mal schauen. Lasst euch überraschen. Euch betrifft es gar nicht so sehr. Das ist für mich eine Entscheidung, wie ich es generell mache. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War nochmal so. Ich habe mich jetzt echt bemüht, quasi, dass ihr heute noch auch dann eine Let's Play Ultimate Team Folge bekommt. Ich werde jetzt gleich einfach abschalten, hier alles ausmachen, weil war jetzt dann auch genug FIFA. Aber auch leichte Kopfschmerzen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist... Komm, 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 komm. Ja, ja. Messi, Alter.